Das ist der Ivo. Er ist Kandidat bei Bau und Ledig Sucht. Ivo, wie kommt ein flotter Mann wie du dazu, sich bei Bau und Ledig Sucht zu melden? Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also, meine Nichte hat mir dann mal gesagt, sie würde mich gerne mal anmelden für Bau und Ledig Sucht. Und dann habe ich gemeint, ja, sie macht das nur zum Spass. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt brauchst du noch ein Foto von mir. Und dann habe ich gesagt, nein, du musst jetzt nicht unbedingt haben. Also, du noch warten. Und dann hat sie einfach stinkfrech, wie man auf gut Deutsch sagt, hat sie von Internet hat sie dann, ein Foto von mir rausgenommen und das Zeug abgeschickt und beworben. Und dann hat sie mir dann einmal Kontakt aufgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, wir sind jetzt erklärt, wie das würde so funktionieren. Es sind dann Haufen Anmeldungen und wir dachten, ja, dann komme ich da sowieso nicht rein. Und dann machen wir jetzt, haben wir dann zugesagt. Und dann ist es anders geworden. Am Schluss. Ja, bin ich dann halt immer weiter gekommen, Schritt für Schritt. Und jetzt dann, am Schluss bin ich im Finale und jetzt heute bin ich da. So ist das gegangen. Ist es für einen Bauer so schwierig, eine Frau zu finden? Ja, schwierig ist. Was soll ich da sagen? Jein. Es kommt darauf an. Ja, vielleicht hat man auch vorher ein bisschen Pech gehabt und dann. Aber du, es muss klar, es muss einfach Chemie stimmen, was privat und auch beruflicher Seite. So ist, oder? Man schafft viel zusammen, man ist viel zusammen und dann ist es vielleicht schwieriger, eine Beziehung zu verbinden und ja, und das passt, oder? Mhm. Ja, also, merci vielmals.